dann probieren wir jetzt gerade mal eins von den stärkeren Monstern aus, die ich gefangen habe. Hier, Sins Inneres. Welche waren das denn alles? Antensan? Wir rufen mal, ich weiß gerade nicht, welcher das... Ach, das ist der Pilz. Ja, toll, der ist nicht so super, ne? Ja, das ist nicht so Bombe. Wer sind die anderen, die ich da habe? Framator. Ach, so ein Dicker. Ja, das könnte... Obwohl... Ja, nee, komm, noch mal. Obwohl doch, wir wollten ja mit Rico leveln, verdammt. Ich kann ja gar nichts machen. Was macht die denn? Wir lassen die einfach weiter klauen, egal was es ist. Ah, das wird natürlich jetzt keinen Schaden machen, ne? Das mit Titus ist kacke. Stark fehlgeschlagen. Da müssen wir tatsächlich Oren reinholen, sonst macht das keinen Sinn. Für den Panzerbrecher. Einige von Sins Monstern sind auch in der Omega-Grotte aufgelistet. Der Monsterfarm hast immer nur ein Viech, offene Welt würde sicher schneller gehen. Okay, Rico hat jetzt zumindest die Hälfte schon mal an Leveln. Nein, ach, ich will an den Speichersphäroiden hinter dir. So. Stehbar von selten Deus Monsterfarm. Hinterlassen von Cima Obscura. Wächter Heidentum. Ehrendom, Omega Weapon, Omega Grotte, selten Landwurm, Sins Inneres. Verstechen, Chimera Hirn, stille Ebene, 2 Stück für 196.000. Fehlen uns 10.000, aber wir müssen ja eh leveln gehen. Ich überlege nur gerade, wo wir jetzt leveln hingehen. Ruinen. Oder wir gehen direkt bei Sin Level. Omega Ruine zum Leveln. Wo ist die denn? Ruinen von Sen erkennt oder wo muss ich dann hin? Außerdem glaube ich, dass das ein bisschen sehr schwer ist, ne? Das ist, glaube ich, Endgame. Lass uns wenigstens mal die Ruinen anschauen. Können wir machen? Wo muss ich hin? Für die Omega-Ruinen. Ich bräuchte einen Wegweiser. Auf der Karte eingeben. In ganz Vierer befinden sich 1000 Jahre alte Ruinen. Enträtseln Sie das Geheimnis der Albert und finden Sie die Passwörter. Okay, auf der Karte. Warte mal.
69 minus. Nee. Mist, löschen. Moment, 1975 X. Leerfeld? Ist das ein Leerfeld? Oder einfach weiter tippen? Falsches Menü? Nee. Suchen. Ah, da. Ah, okay. 69,75. Warte mal, das ist jetzt aber ein bisschen Frickelei, ne? Weil der macht richtig dicke Sprünge. Das ist richtig bescheiden zum Steuern. Bis 75 und 33 bis 38. Ah, komm schon. So. Dann müsste das ja hinhauen, oder? Omega-Ruinen wurden entdeckt. Liste der Zielorte wurde erweitert. Omega-Ruinen. Ist das nur so schnell wegen dem Mal 4? Oh ja! Stimmt, das kann sein. What is this place? 700 years ago, a monk who defied the teachings was sentenced here. Oh, the traitor Omega, yeah? Omega's loathing of Yevon has turned him into a fiend. They say he liked it underground, out of the light. So, he's here? Scared? Not a chance. Die Ruinen sind nett. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich werde ich beim ersten Kampf erstmal so richtig schön in den Boden gestampft. Schlimmer als gegen Jack. So. Dann machen wir jetzt aber vierfach mal aus. Am besten einen neuen Platz. Da ist ja nicht dramatisch. Schauen wir mal. Warte mal, wen haben wir denn gerade jetzt in der Gruppe drin? Orientiertes Juna. Ja, das ist okay. Ein Hinterhalt. Ah, den kennen wir doch schon. Aber wahrscheinlich ist er hier viel stärker. Ah, so ein bisschen. Schaden, doch so viel. Der könnte wahrscheinlich einen Panzerbrecher gut gebrauchen. Ja. Und mal so. Wir kriegen leider gar kein HP angezeigt. Und eigentlich müssten wir Rico mal... Ja, wir holen Rico einmal rein. Heilwasser geklaut. Kraftbrecher. Ach, immun, okay. Ah, sehr gut. Juna heilt das Ganze. So, dann heilen wir erstmal Eulen hoch. Ich würde Rico, genau, perfekt, Rico jetzt gerne rausholen. Vitra müsste jetzt für Tidus reichen.
Und das war's. Das lohnt sich in der Tat ein bisschen mehr. Das Problem ist, ich bin ja jetzt so ein Schisser. Ich laufe jetzt wahrscheinlich nach jedem Gegner zurück. Speicher. Und treffe direkt wieder ganz vorne auf den gleichen Gegner. Oh Mann. Wir können uns ja gleich mal tatsächlich die Hasenarmschiene anziehen und damit loslaufen. Aber zum Leveln ist das hier gerade in der Tat ziemlich nice. DZ lohnt sich mehr. Ja. Es gibt nur die Flügel hier. Gut, dass du einen Kappa dahinter gemacht hast. So, Panzerbrecher. Kraftbrecher brachte ja nichts bei dem. Dann. Der Rapidschlag. Und Flair. Du kannst auch das Hasenmann benutzen und versuchen, alle Truhen zu öffnen. Dann, das machen wir gleich mal, wenn wir die Level fertig haben. Und ich gespeichert habe. Dann können wir das mal ausprobieren. Ja, reicht nicht mehr. Aber wir kriegen kein Vernichten. Das ist ein bisschen blöd. Ah, und wir haben vergessen, Rico reinzuholen. Aber da die eh schneller levelt als Yuna, ist das nicht so ganz dramatisch. Oh, wir haben schon wieder Inventar voll. Hatten wir nicht... Wir hatten doch letztens erst alles Kleine verkauft. Halbert, was kann der denn? Durchschlag kann der, hat drei freie Plätze. Ah, da war's doch. Was haben die für Halbert? Wir haben auch einen Halbert. Durchschlag und eine freie. Dann tauschen wir das. Nee, das ist richtig so. So. Geh doch eben verkaufen, zum Stich mal raus. Ja, das mache ich gleich, aber es ist ja jetzt blöd, wenn wir die Hälfte der Zeit die ganze Zeit nur im Luftschiff hocken und von A nach B fliegen. Es gibt... Oh nein, kein Morgol. Ja, wow. Das wird super. Das wird ein geiler Kampf. Wipe? Ja, ich glaube auch. Hatten wir ja lange nicht mehr, ne? Ach, guck mal, ich bin nochmal dran. Ich bin total überrascht. Wir können aber nichts machen. Noch. Oh, dann klopft sich mal eben selber kaputt. Da rennen echt fiese Mobs rum. Nur so. Na, ist ja nicht schlimm, solange wir leveln. Oh, dann beginnt Selbstmord. Ja. Das ist korrekt. So. Alles klar, beim nächsten Morball, wenn wir die Chance kriegen, hauen wir ab. So. Tut mir Morball echt weg, wenn ich hasse die Viecher. Ja, ich beginne zu verstehen, warum. Oh, ein Tor. Eine Tor.
Gegner besitzt keine Items. Was? Was bist du? Was ist das? Man sieht ja nicht mal, was es ist. Na toll. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Was zur Hölle ist das für ein Vieh? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Warte mal, können wir bei dem vielleicht einen Magiebrecher anwenden? Ich sehe noch nicht mal, wen ich angewählt habe, weil das verdammte Vieh unsichtbar ist. Das ist immun, verdammt. Räumen wir erstmal das kleine Vieh aus dem Weg. Das nervt halt nebenbei ein bisschen. Ach, das reicht nicht. Das gibt's doch nicht. Ach, das gibt's doch nicht, Leute. Jetzt stellt ihr euch aber kacke dämlich an. So, mach den. Mann! Mann! Ne? Ist super. Ich finde die Ruin super. Du kannst die irgendwo so leicht erkennen. Das ist dieses Hornviech. Verschiedene Varianten, unter anderem eine Machina. Ist das das Hornviech? Könnte sein, ja. Bestie einsetzen, Punkt. Der Mantium-Schildkröte ist eine der leichteren Mobs hier. Die gefällt mir aber gut, da leveln wir ordentlich. Ja gut, dann versuchen wir es mal. Jetzt haben wir natürlich gerade die Ekstasenwahl. Oh, guck mal, wir probieren den mal aus. Den habe ich ja bisher noch nicht im Kampf gesehen. Ach, das ist quasi der, den das andere Medium dabei hatte. Please clear us a path. Ach, den kann ich auch nicht steuern, oder was? Doch. Der hält aber nicht so viel aus. Was? Nein. Der möchte für jede Attacke jetzt Geld haben. Hier, guck mal, du kriegst 5 Gel. Guck, was er dann macht. Nee, macht er nicht. Krass. Das ist ja ein Sausack. Für jede... Ich dachte, für die Ekstase... Das Vieh ist. Da müsste Panzerbrecher eigentlich gut sein. Nee, ist immun. Ach komm, das ist doch nicht witzig. Mach's kaputt. Jetzt. Mann. Jetzt heile ich die wieder, aber die ist halt das Problem ist, die sind halt alle ein One-Hit-Kill, egal auf wen der geht.
Und er geht natürlich immer auf Yula. Immun steht da wegen der Waffen-Ability bei Auron. Geld gleich Schaden bei Yojimbo, okay. Jetzt müssen wir sie nur noch irgendwie dazu bringen, die schwarzen Bestien noch zu machen. Nein, die schwarzen Bestien werde ich nicht machen. Ich bin ja einer einmal begegnet und das war nicht witzig. Kraftbrecher wäre noch sinnvoll, ja. Ja, ich habe gedacht, das wäre jetzt quasi immun gegen das ganze Gedöns. Oh, das spart dann auch. Auron lernt Ekstase-Typ Helden... Helden was? Heldentum? Schotter Heldentum? Wow. Okay, Gil ist nicht schlecht. Nehme ich. Aber erfahrungsmäßig hat sich das nicht so richtig gelohnt. Aber Geld war nicht schlecht. Schon wieder. Gern. Dieses Mal räumen wir, glaube ich, obwohl wenn wir erst das kleine Vieh aus dem Weg räumen, dann ist der Kampf zu Ende, ne? Also den Spaß nochmal von vorne. Und schon wieder. Okay. Auf jeden Fall können wir uns dann gleich ohne Probleme so einen Sphero-Pass leisten. So, dann machen wir das doch direkt so. Kraftbrecher. Yuna reinholen. Machen wir mal Protest auf Yuna. Na, da bleibt sie wenigstens eine Runde stehen. Ach. Gibt Furike nicht eine Ability, mit der sie Geld auf den Gegner schmeißen kann, wenn du genug Kohle hast? Machst du Cent Monat? Was? Würde das kleine Mistvieh gerne erwischen. So, warte mal. Wir haben Kraftbrecher gemacht, ne? Dann wäre als nächstes Panzerbrecher dran. So. Ach, du kleine Kröte. Ich kann doch nicht alle... Oh, nein. Stumm. Däh. Falscher Zeitpunkt. Falscher Zeitpunkt. Almose ist das. Gibt's echt? Dass ich irgendwelche 200.000 auf Sinn schmeiße und der kippt rum? Nee, warte mal, das ging anders. Klar, denn das nochmal so war das, ne? Albert Medizin, so ging das. Och. Na gut, Stumm bei Auron ist nicht ganz so schlimm. Wenn er denn treffen würde, dann wäre es nicht so dramatisch. Jetzt aber. Oh Gott, Leute. Nein, nicht zwei hintereinander. Das gibt nichts. Das gibt überhaupt nichts, so ein Mist. Hm.
Ja, gibt es Geldbetrag. Müsste Schaden sein, oder? 99.999 ist Damage Cap, also musst du einmal... Warte, was steht da? 900, also eine Million und einmal 200.000 werfen. Ja, das ist nicht wenig. Außerdem kann Rico das, glaube ich, noch gar nicht. Jetzt triff die kleine Kröte doch mal. So, geht doch. Wenn wir für diesen Kampf nicht so verdammt viel Asche kriegen würden, dann wäre ich schon längst abgehauen. Außerdem baust du Damage Expander. Ey, das ist eine Wissenschaft für sich, das Spiel, echt. Ganz ehrlich. Ja, komm. Damit ich wieder schön dran bin, immer nur Phönixfedern einzusetzen, ne? Warum setze nicht Bahamut an? Gut, ich will eigentlich die ganzen Ekstasen von den Bestia jetzt nicht so auskloppen, weißt du? Weil die uns ja eigentlich für Sinn nachher sehr nützlich sind. Einfach sind die Monster hier nicht. Sinn sollte zum Turnieren wohl besser sein. Aber hier gibt es noch so viele tolle Gegner, die du mal gesehen haben solltest. Auch neue Designs, die du sonst fast nirgends siehst. Varuna zum Beispiel. Okay. Varuna hat sich schon bei Sinn gesehen? Varuna? Welcher ist denn Varuna? So, den haben wir schon mal. Ich hab Oren. Mann. Du bist doch ein kleiner Drecksack. Jetzt aber, komm schon. Ach, es geht. Nee, das lohnt sich wirklich nicht so richtig. Aber wir haben geldmäßig wieder gut was rausgeholt. Okay, leveln werden wir, glaube ich, dann tatsächlich bei Sinn. Aber wir probieren jetzt mal den Spaß aus. Rico kriegt ihr Hasenband. Und dann laufen wir mal in die Höhle rein. Gucken, was passiert. Ja, es ist ein Rundweg. Oh, Kiste. Level 4 Sphäre Pass. Yay! Jetzt bloß nicht sterben. Nein. Aber hey, Level 4 ist Vero-Pass.
Selbstbeschutzeingang wäre jetzt echt gut. Ja, deswegen leveln wir ja. Isa, wie sie lebt und flucht. Juno hat den ganzen Vorrat an Phönixfedern im BH oder was? Ja, so sieht's aus. Und der BH ist aus Phönixfedern. Okay, Jack-On hatte die gleiche Idee. Bahamut. Ja, jetzt könnten wir uns das gerade überlegen. Ne? Die Ekstase kriegen wir bei Sin auf jeden Fall wieder voll. Ist in den Kisten hier im Kampf immer ein Monster oder könnte da auch ein Item drin sein? Es ist wahrscheinlich sowieso wieder ein Monster drin, wie ich mein Glück kenne. Natürlich. Aber selbstverpflichtlich. Dann machen wir jetzt Folgendes. Abbrecher. Ich war mal auf 50.000 geschafft. Allerdings war eine Enttäuschung, so viele Monster zu bestechen im Endgame. So, was wollte ich machen? Kraftbrecher haben wir, Panzerbrecher. Das passt mir jetzt gerade nicht in Kram. Wehe, du knockst jetzt schon wieder jemanden aus. Daneben, sehr gut. So. Alter. Wenn du keine Lust mehr auf Farmen hast und einfach das Ende sehen willst, kannst du auch den Save von eben laden mit F3 oder so, die Zufallskämpfe ausmachen und alle Truhen zu sammeln. Bei der letzten Truhe gibt es dann ein sehr schönes Geschenk. Ja, aber in den Truhen stecken ja teilweise trotzdem Kämpfe, wie wir gerade gesehen haben, ne? Ich hatte nie Probleme mit dem Geld, da ich immer gelevelt habe. Ja, ein Blöder. Zum Schluss habe ich so ca. 500 Millionen auf dem Konto. Kann man mal machen, oder? Oh wei. Ach, weißt du. Wenn wir schon dabei sind. Das gibt's nicht, das reicht nicht. Und jetzt macht er einen Hit, wetten? Es war so klar. Wieso sehen wir eigentlich nicht mehr, wie viele HP die Monster haben? Haben wir keinen mehr mit Durchschauen auf der Waffe? Wir nochmal gerade und laufen nochmal in die gerade Ausrichtung. Und so.
Und danach machen wir uns auf den Weg zu Sin, würde ich sagen. Nee, da geht's nicht lang. Was ist hier? Weiß man nicht so genau. Hä? Hey. Wo geht's denn hier lang? Geht's hier irgendwo runter? Nee. Können wir damit was machen? Nein, können wir nicht. Hä? Hey. Nicht blöd, wie kommt man denn da runter? Damit hat es sich erledigt? Was hat sich womit erledigt? Darf ich nicht speichern hier in der Ruine zwischendurch? Oder wo ist das Problem? Gott, das muss man aber auch echt alles wissen, ne? Sind die Truhen hier jetzt wieder zu, oder? Nee, jetzt ist es weg. Nee, hier waren die Truhen. Die Truhen sind jetzt weg. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Lang. Hier sind drei Truhen. Und die ganzen Items, die bekommen, darf man nicht speichern. Ah, okay. Ja, ist ja egal. Nicht so dramatisch. Mega-Potion geklaut. Und es kommt trotzdem ein Monster raus. Es kommt kein Monster raus. Oh mein Gott. Das gibt's ja nicht. Die Logik dahinter wäre, in der ganzen Höhle sind Kisten immer vier. Drei Monster und ein Item. Wenn du alle Items ohne Zwischenspeichern holst, werden die Belohnungen immer besser. Ah, das ist der Trick an der Sache. Naja, dann ist es eh zu spät. Habe ich denn die Möglichkeit zu sagen, ich komme später nochmal hier hin? Und, oder habe ich durch den einen Speicher, das eine Speichern jetzt quasi fürs komplette Ende versaut? Letzte wäre halt Warp-Sphäroid, mit dem du überall ausbrechen könntest. Ja gut, aber uns fehlen ja nur noch zwei Fertigkeiten, die wir machen müssen. In der letzten Truhe wären dann 99 Warp-Spheroide gewesen, mit denen du auf jedes Feld auf dem Brett teleportieren könntest. 99 Mal? Krass, okay. Leute, könnt ihr mal treffen? Gott. Ey, das ist doch nicht normal. Du hast dein Level 4 passt schon, den Rest brauchst du nicht. Lass die Truhen zu und such mal die Waffen. Ja, würde ich gern, wenn... Okay, sie treffen ausnahmsweise auch mal. Ich bin überwältigt, Orin. Gute Arbeit. Ist das richtig, dass die alle verschwunden sind gerade? Muss wohl. Da gehen wir erstmal links. Wow, diese Kameraansicht. Ich habe die totale Übersicht. Okay, ihr dürft entscheiden. Rechts, links oder Mitte? Hier stehen aber nur drei Truhen, nicht vier. Rechts, links oder Mitte? Eure Entscheidung. Rechts, Mitte.
Und jetzt schreibt bitte noch einer links. Und dann sind wir wieder auf der Ausgangs... in der Ausgangslage. Es war so klar. Okay, dann nehme ich rechts, weil Zombie Fritter als erstes geschrieben hat. Sicherheitsband erhalten. Ja. Wir sind voll. Wir haben schon ein Sicherheitsband. Warte mal, was kann dieses Stummwal Blindwal? Ah, nee, wir haben aber ein Sicherheitsband mit Steinwal. Das ist besser. Wir lassen das einfach da. Und da haben wir auch noch die Mitte. So, kratzen wir das wenigstens schon mal an. Bevor gleich alle wieder nicht treffen. Na toll. Besitzt keine Items, heißt Monster. Hi. Nee, wir machen erstmal Kraftbrecher. Hilft uns trotzdem nichts. Ah, ich hätte Hass machen sollen. Sind jetzt aber wirklich unwichtig. Ja gut, aber wir kriegen Erfahrung. Ne? Das geht ja so Hand in Hand miteinander. Das sollte eigentlich noch passen, oder? Welcher Panzerbrecher jetzt? So. Genau, jetzt können wir Item. Phoenixfeder. Och, ey. Also wir müssen definitiv neue Phönixfedern gleich kaufen. Nee, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt erstmal... Passt. Und die stehen immer noch beide, das ist unglaublich. Ja, legst du direkt wieder flach. Gegen den Frust zu machen. Wie wär's mit Leveln bei Sin? Krümmel, du bist mal eben weg. Alles klar. Ja, wir gehen auch gleich zu Sin. Aber ich wollte mich dann doch hier mal eben umgucken.